Die Messe in der Ancora Marina von Neustadt ist erst seit wenigen Wochen Geschichte. Es gab viel Neues in GfK zu sehen, doch ein Boot stach aus allem heraus. Die BM 31 von Jan von der Bank. Ein Selbstbauprojekt aus Mahagoni, in mühsamer Handarbeit in der eigenen Garage entstanden. Es ist echt an der Zeit, 3,5 Jahre oder wie lange arbeitest du? 5,5 Jahre hat Jan von der Bank an diesem Traum, an diesem Geigenkasten gearbeitet, in seiner Garage. Und wir haben schon mehrmals über ihn berichtet und jetzt das erste Mal im Bewegtbild. Er war auch schon auf der Hamburg Boat Show, als sie noch in der Halle stattfand, jetzt auf dem Hamburg Ancora Yacht Festival. Noch im Trockenen, aber dieses Jahr, diesen Juni vielleicht? In 24 Tagen. In 24 Tagen geht das Boot zu Wasser. Alle sind gespannt, die ihn begleitet haben. Hunderte haben seinen Blog auf Facebook verfolgt. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam mit ihm an. Jan, ich würde sagen, zeig einfach mal ein paar von diesen durchdachten Speziallösungen, die es nur bei dir gibt. Also das Schöne am Selbstbauen ist ja, dass man viele Sachen ausprobieren darf und erst nachher, hinterher, wenn das Schiff schwimmt, rausfinden wird, ob es dann auch wirklich alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Aber ich bin ja nur mir selber Rechenschaft schuldig. Und eine dieser Spielereien ist zum Beispiel halt eben der Elektromotor. Der befindet sich hier unter dieser Klappe. Der ist jetzt runtergeklappt. Es gibt eine relativ simple Klemmbrettlösung, mit der man das nach unten fixiert, damit das nicht hochschlägt. Und dann ist da eine Klappe, auf der der gesamte Antriebssatz quasi sitzt. Das ist der ganze Motor, der hat knapp 4 PS. Und beim Segeln ist er eingeklappt. Und dann wird diese zweite Klappe zugemacht, damit der Rumpf unten schön schier ist. Da ist natürlich bis hier ungefähr Wasser drin oder bis hier. Und dann klemmt man das so fest, dass das halt eben jetzt sich da wieder bekneift. Und dann kann man die Klappe wieder zumachen. Das ist so eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist dieses ominöse Schnürchen. Das läuft hier von rechts nach links. Das ist der Autopilot. Der rastet nachher hier durch diese Bohrung, wird er in die Pinne reingezogen und hinten arretiert. Das ist noch nicht befestigt, aber hier spannt man das dann. Und so hat man einen normalen Pinnenautopiloten unsichtbar installiert. Und der funktioniert dann über diese Seilzugmimik. Auch das muss erstmal sozusagen in der Realität nachher beweisen, dass es funktioniert. Also ein weiteres Feature ist mein Traveler, der sich hier auf der Achterkante des Brückendecks befindet. Der ist verstellbar über diese Mimik und läuft halt eben hier verdeckt runter. Und dann gibt es noch diese Klappen. Hinter denen verbirgt sich dann also der gesamte Tampensalat von dieser Traveler-Geschichte. Und die Fallen und Strecker kommen aus diesen Konstriktor-Cleats raus. Das sind eingebaute Textilklemmen, die unterm Brückendeck innen drin nach vorne laufen. Die Fallen kommen hier raus und können also, wenn sie nicht gebraucht werden, gleich hier hinter dieser Klappe in das Tampenfach hier an der Seite verlegt werden. Das heißt also, der ganze Tampensalat verschwindet einfach schön übersichtlich in dem Shop da an der Seite. Entworfen wurde dieser 9,5 Meter messende Sport-Retro-Klassiker von Martin Menzner. Die Ideen in der Umsetzung stammen von Ex-Contender-Weltmeister und Buchautor Jan von der Bank. Das machst du zu und dann ist der Kocher draußen. Wow, schön. Dahinter ist ganz normal Schapp für alles Mögliche. Da oben ist die Halterung für die Öllampe. Mhm. Sag was, also wo hast du am meisten Zeit versenkt? Also gemessen auf den Quadratmeter hier drin wahrscheinlich, oder? Kann man nicht sagen. Also es gibt bestimmte Knotenpunkte. Ich sag mal, der Einbau von dem Wandenpütting hier dahinter, das ist natürlich auch auf einer Stelle viele Arbeitsschritte, viele Trocknungsschichten, sehr sorgfältig gearbeitet, diese gewickelte Kohlefaserpüttinge drin. Aber das ist natürlich auch eine aufwendige Geschichte gewesen. Das auszutüfteln, das hat viel, viel Spaß gemacht und weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich nicht nachgerechnet. Ich weiß, ich habe alle meine Arbeitsstunden nachgehalten, auch von den Helfern. Das habe ich alles in meinem Büchlein drin. Ich weiß also, dass von diesen 2500, 2270 von mir sind und der Rest sind Helferstunden. Aber wie gesagt, wo ich da das jetzt versenkt habe, das kann ich dir nicht sagen.
So ist es jetzt halt eben eine normale Sitzbank. Und das schmeißt du dann halt eben weg. Dann hast du da so eine sehr, sehr gemütliche Lümmelecke mit der entsprechenden Kopfhöhe. Und vis-à-vis gibt es das gleiche nochmal. Das heißt also, wenn wir hier mal richtig versacken wollen, dann muss ich nur einen langen Arm machen bis zur Bordbar. Das ist also hier so ein bisschen... Und das ist ein Abfallprodukt eigentlich vom Bauen, wo ich gedacht habe, das ist zu nett, um es liegen zu lassen. Und diese Schale hier zu bauen, das war jetzt nicht so ein großer Aufwand. Ein unscheinbares Notizbuch ist der wahre Schatz dieses Bootes. Und da habe ich halt eben von Anfang an, also seit fünfeinhalb Jahren, habe ich da jede Arbeitsstunde aufgeschrieben, auch wenn mir mal jemand geholfen hat. Da habe ich die Kosten notiert für Materialbeschaffung. Das ist also alles in diesem schlauen Buch drin. Fünf Jahre lang zwischendurch mal einen Kassensturz gemacht, mal nochmal einen Kassensturz gemacht. Immer stiller geworden, noch einen Kassensturz gemacht. Aber und manchmal sind auch Skizzen dabei, wenn was wichtig ist, wenn ich was ausgemessen habe. Das ist jetzt halt eben die Hubkiel-Mimik, da unten ist die Bleibombe und wie hoch der sozusagen gezogen werden kann. Meine Bibel. Und die anderen Bücher, die sind da drüben im Bücherregal. Und den Sturm und natürlich auch vor allen Dingen die Farbe der See. Oder meine Klabauter-Kinderbücher. Die müssen mitfahren. Was machst du mit der ganzen Zeit, die du jetzt gewinnst, wenn du aufhörst? Also du wirst natürlich ein bisschen segeln, Schatz. Ich werde hoffentlich ein bisschen segeln. Ich muss auch Geld verdienen, um den Schaden, den ich hier gerissen habe, finanziell wieder gut zu machen. Weil ich natürlich viel Geld aus dem Familienkreislauf abgezogen habe für diesen Spielkram. Also da werde ich schon, was finden. Aber ein Boot bauen muss ich erstmal hinten anstellen, weil sonst zeigt mir meine Frau einen Vogel. Der Tiefgang ist dank des Hubkiels variabel. Von 2,20 lässt er sich mittels Kettenzug auf 1,50 Meter verringern. Ist an dem Segler und Buchautor ein Bootsbauer verloren gegangen? Ich wollte ja mal Bootsbauer werden und habe auch eine Lehre angefangen. Das hat aber nur 2 oder 3 Monate gedauert, weil es leider gar keine Arbeit gab. Das war so eine schwierige Phase, das war bei Knirim. Und dann musste ich viel Unkraut zupfen und das Auto vom Chef waschen. Und dann habe ich auch gesagt, dafür ist mir meine Zeit dann doch zu schade. Und dann habe ich lieber Architektur studiert und viel von dem statischen und ich sag mal so rein gestalterischen Kenntnissen oder sowas, das habe ich jetzt hier vielleicht auch ein bisschen mit verwenden können. So, ne? Aber das ist passt so ein bisschen dazu. Und ich hätte gerne mal professionell Boote gebaut oder vielleicht sogar auch entworfen. Das wäre auch eine schöne Geschichte gewesen, aber es hat sich anders ergeben und so ist es auch gut. Das nur für sich selber zu machen und nur sich selber gegenüber Rechenschaft schuldig zu sein, ist eine tolle Sache, weil einem da nicht der Spaß verloren geht. Bei in dem Augenblick, wo jemand anders kommt und sagt, so, ich zahle aber so viel Geld, nun mach mal, ist mit dem Spaß schnell vorbei. Und insofern ist das ein großer Luxus, den ich mir gönnen kann, das machen zu dürfen. Ich möchte da auch noch mal ganz lobend meine Frau erwähnen. Die hat eigentlich die weiseste Geschichte überhaupt gesagt im ganzen Zusammenhang mit diesem Boot. Die hat gesagt, wenn du den Quatsch machst, mach es zu Hause, weil sonst bist du nämlich nicht mehr zu sehen. Und ich denke, dass 50% der Freude, die ich beim Bauen dieses Bootes hatte, auch auf diese Entscheidung zurückzuführen sind, weil ich nie schlechte Gefühle hatte, dass ich mich zu wenig um meine Familie kümmere oder zu oft weg bin. Und selbst wenn du in einer Halle baust, die nur 2 Kilometer weg ist von deinem Haus, du bist weg. Ich war immer zu Hause. Die Kinder konnten runterkommen, die konnten entweder mithelfen oder konnten mich zum Abendessen abholen oder sonst irgendwas fragen, fährst du mich irgendwo hin oder sonst was. Und das war wirklich eine ganz wichtige Geschichte für den Erfolg des Projektes. Darf man gar nicht unterschätzen, wie wichtig das ist, dass man... Unterstützung ist sowieso wichtig von den Profis, klar. Helge von der Linden und Martin Menzner vom Konstrukteur und so, die konnte ich nachts anrufen und irgendwas Dummes fragen. Aber halt eben auch von der Familie. So. Das ist echt wichtig. Konstrukteur Menzner entwarf schon die formverleimte Mahagoni-Zigarre von der Müritz, die LA28. Als J80-Segler ist er halt eben einfach ein Sportboot-Freak und mag das sehr gerne. Und er mag auch klassische Linien. Das sieht man in seinen Entwürfen auch immer, dass er mit schönen Sprüngen und harmonischen Linien ganz tolle Schiffe zeichnet. Und insofern
war das nicht schwer, ihn zu überzeugen, dass er das machen muss. Ich wollte auch eigentlich was ganz anderes von ihm. Und er sagte, ich korrigiere nicht den Entwurf eines Kollegen. Darum ging es. Ich wollte mir einen Bausatz kaufen, aber mit dem war ich nicht wirklich 100% zufrieden. Da sagte er, da kann ich nichts dran machen. Das macht kein Designer, der auf sich hält. Ich zeichne dir aber gerne ein Schiff. Dann habe ich gesagt, das kann ich mir ja gar nicht leisten bei dir. Da sagt er, naja, das werden wir dann irgendwann mal rausfinden. Also ich habe ihm bis jetzt noch nichts gegeben und er hat auch noch nichts haben wollen, aber er wird irgendwann was kriegen. Aber ich sag mal, das läuft auf so einer semi-freundschaftlichen Basis. Und die Gespräche, die ich mit Martin geführt habe über Boote generell und über dieses Boot speziell, die sind so bereichernd. Also er ist einfach ein exzellenter Segler und ein ganz toller Konstrukteur. Und wie gesagt, das Boot an sich spricht von der Optik her für sich selbst. Also das ist so ein schöner Riss geworden. Und das geht natürlich im Wesentlichen auch auf seine Kappe. Und er mochte aber die Idee von Anfang an. So, ich hatte gesagt, Jollenkreuzer oder die Gloria von Peter Kohlhoff so als Benchmark. Auch ein bisschen die Lütje 35. So, das sind so Schiffe, wo ich irgendwie Speichelfluss im Mund hatte, wenn ich die gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, wenn wir was machen, das soll so in diese Richtung gehen. Wie heißt denn die LA28? Das wäre ja auch so ein Boot so in die Richtung, aber natürlich... Eigentlich viel moderner oder aber noch klassischer, weil es halt eben eine Curryjolle ist, eine große. Ja. Und da zeigt sich aber auch irgendwo sein Händchen für Holzgeschichten. Also der hat das schon auch so entworfen, dass das vom Holz, vom Handwerklichen her machbar ist und passt irgendwo. Und das war hier für ihn am Anfang, als ich gesagt habe, Sperrholz, Radius, Scheinbauweise, da hat er so ein bisschen trocken geschluckt und hat gesagt, willst du nicht lieber irgendwie Speedstrip oder sowas machen und kann ich den schöneren Rumpf entwerfen? Man kann das sehen, die Stringer sind zu sehen und an dem unteren Stringer, da ist noch so eine Aufdopplung und ab da runter kommt die Krümmung des Rumpfes. Und das hat ihn von der Formgebung des Rumpfes ein bisschen eingeengt, weil natürlich die Abwicklung vorgegeben war durch diese Platten und durch die Chines. Aber auch das hat er toll gemeistert. Also dem Rumpf siehst du ja nicht an, dass das irgendein Kompromiss ist, sondern erstens wird es ein schnelles Schiff sein und zweitens ist es sehr, sehr gefährlich von außen anzusehen. Wenn er drauf guckt, wird er sagen, na, ich hätte es gerne so gehabt und noch ein bisschen und so, ein bisschen eingeschnürt, aber das ist halt eben bei der Bauweise nicht möglich. Ich wollte diese Bauweise aber, weil man relativ schnell einen fertigen Rumpf hat, denn den Rumpf zu bauen, das hat nur 380 Arbeitsstunden gekostet, 4 Monate. Dann war die Schale fertig quasi und ausbaubar. Und die anderen 3000 Stunden, die ich daran verpulvert habe, ist in den Ausbau, ins Deck, in den Aufbau, Tickdeck, in den Lack und in die Details gegangen. Am Ende bricht Jan noch eine Lanze für alle Selbstbauer, die vielleicht von so manch Außenstehendem verspottet werden. Die Beschäftigung, was geht, was ist richtig, wie ist die Dimensionierung, wie die Beschlagsanordnung, funktioniert das? Das ist Beschäftigung mit Segeln und im Schiff zu sitzen und, ich sag mal, Logbuch zu führen oder einfach auch nur irgendwie vor sich hinzuträumen, ist auch Segeln. Also ich habe gelernt, diese wunderlichen alten Knaben, weißt du, die so eine Ferrozement-Catch hinterm Haus ausbauen, 25 Jahre lang und damit überhaupt nicht aufs Wasser kommen, das ist nichts, worüber man sich lustig machen muss, weil die sind auf See, wenn die da in ihrem Schiff zugange sind. Und du hast ja dein Logbuch auch schon angefangen, was du aufs Boot geschwommen hast. Quasi ein Logbuch, wenn du so willst, ja. Der wunderschöne Selbstbau schwimmt übrigens seit wenigen Tagen und es wird sicher nicht unser letzter Bordbesuch gewesen sein, denn jetzt müssen wir natürlich wissen, ob alles so funktioniert wie gedacht.